Moin, moin, liebe Hörer. Wir öffnen heute das nächste Türchen unseres 2 aus 11 Adventskalenders für euch. Viel Spaß! Die neue Woche fängt an, Jens. Oh, Montagmorgen, 14. Dezember. Ein Türchen geht auf in unserem Adventskalender. Ja, Frank. Du bist wieder dran mit Ziehen. Okay. Ich habe schon gemischt. Ja, ich ziehe mal eine. Ach Gott. Was heißt denn hier, ach Gott? Alter Falter. Das ist ein Moment, das Quartett heißt Top Aktuell. Und vorne drauf abgebildet ist ein 968 Porsche. Das heißt, das muss so aus, ja, Mitte 90er sein. Das ist so eine gesichtslose Banane, die ich hier gezogen habe. Findest du? Ja. Du weißt, was hast du denn? Du weißt ja gar nicht, was ich gezogen habe. Ja, eben. Er kommt aus England. Okay. Hat Jaguar. 4,88 Meter lang. Jaguar. Nee. 2675 Kubik und 169 PS. Ja, dann ist das ein Jaguar. Nee, es ist ein Rover. Da kommt kein Mensch drauf. Ein Rover 800 Coupé. Kein Mensch weiß, über was wir jetzt reden werden. Moment, ja, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Das ist doch so ein verkleideter Honda, oder? So ist es nämlich. Das ist doch ein wunderbares Auto. Ist das nicht eigentlich ein Honda Legend Coupé, wenn so man ganz platt sagt? So ist es. Und das ist ein geiles Auto gewesen. Der Honda Legend? Ja. Oder der Rover? Naja, also wenn der Rover auf der gleichen, ja, aber wenn der Rover auf der gleichen Plattform ist, Rover hatte doch eigentlich immer so einen ganz netten Grill vorne und immer noch mal so ein paar, ich sag mal, britische Attribute in seiner Optik. Ich finde, das Ding sieht ganz schlimm aus. Ja, zeig mal. Mir gefällt der nicht. Ach, ich finde den schon gar nicht so schlecht. Wirkt hier auf dem Bild ein bisschen hochbeinig, aber. Da haben Sie wieder meine Probleme mit der Optik. Ja, man erkennt es aber tatsächlich, ne? 2,7 Liter, also 2,775 Hubraum. An den Daten. Das ist der Legendmotor. Genau. Ja. Sagen wir mal so, Honda ist in den 80er, 90er Jahren eine wirkliche Ingenieursfirma gewesen, die technisch wahnsinnig gute Qualität produziert hat. Mhm. Da, sagen wir mal, das ist ja für einen Rover relativ Neuland. Ich wollte gerade sagen, das ist ja für einen Rover Neuland, dass also technisch alles in Ordnung ist. Deshalb war das vielleicht ein kluger Schachzug. Ich finde aber vom Design und Marketing war das ein Griff ins Klo, was sie da gemacht haben. Echt? Ja. Ich finde das Auto gar nicht schlecht. Und ich glaube, die sind richtig selten. Ja, hat ja auch einen Grund, weil es keiner wollte. Ja, das ist das. Das Thema hatten wir schon. Das ist ja nicht so, als wenn hier jeder ein Rover 800 Coupé kaufen wollte. Deshalb gibt es ja auch keine. Ja, aber ich glaube, sorry, jetzt nochmal zurück. Wäre ein schönes Garage 11 Auto. Nein. Tut mir leid, da tue ich mich sehr schwer mit. Das hat mir übrigens einer geschrieben, als ich das Kärtchen hatten, den Rover 3500. Da hat mir einer geschrieben, dass er tatsächlich so einen quasi Nachfolger, denn könnte man so sagen, aus der 800er Serie gefahren hat. Und die hießen ja dann 825 so. Sterling. Ja, genau. Aber nochmal, ich finde das Auto super. Also ich glaube, ich gehe gleich nochmal auf die Suche. Sowas muss doch dann günstig zu haben sein, wenn selbst du das nicht haben willst. Ich mache das Türchen zu, der Frank bleibt in dem Türchen drin. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise wir hören uns. Bis dann. Hasta mañana. Ganz schlimmes Auto. Ganz geiles Auto. Okay. Geil. Ja, aber das macht's ja aus. Das war der 2 aus 11 Adventskalender. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wir gemeinsam schauen, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Also, bleibt gesund und einen schönen Tag.